Wird Wautour eigentlich grundsätzlich auch von anderen Rochen begleitet? Also kann ich mir das so vorstellen oder ist das jetzt nicht immer so? Aktuell nicht. Du hattest aber viele verschiedene Blutrochen um ihn herum gesehen und vor allem auch in Miyamat. Also gerade wenn du diesen ganzen Tag dort saßt vor deiner Sonnenuhr, die du irgendwann aus Langeweile gebaut hast, wenn du dann irgendwann auch mal am Strand spazieren gegangen bist, nicht unbedingt von Miyamat, aber von Yol Miyamat, also diesen Ruinenstelen, die im Wasser stehen, da waren überall Rochen. Und du weißt auch, Miyamat heißt Blutrochen. Das ist das tulamitische Wort für Blutrochen. Ah, okay. Miyamat. Und Yol Miyamat ist dann die Stadt von den Blutrochen. Okay, also die Tiere sind schon mit ihm irgendwie angezogen, begleiten ihn aber nicht ständig. Also. Sie haben hier im Wasser gewartet auf irgendetwas, aber jetzt, wo sie in diesen Krieg ziehen, oder zumindest in diese Schlacht ziehen, denn es ist ja noch kein Krieg, wo sie in diese Schlacht von Yol Sogat ziehen, werden sie ihn nicht begleiten. Dafür sind sie nicht ausgelegt. Okay, wunderbar. Ja, ich halte mich verzweifelt fest und verbringe meine Zeit in Dunkelheit, weil ich werde jetzt ja bestimmt erst mal ein paar Stunden darüber fahren. Richtig. Ja, und auch Serpentilio oben kannst auf die Sonne starren. Sie sind schon unten. Eine ganze Menge Zeit vergangen. Zauber müssten sie nach und nach erneuert haben. Du hoffst, dass das alles klappt, auch mit diesem Hellsichtsmagier von Rafik Ibn Dahmani, der nicht so sehr kompetent wirkte auf dich, aber auf dich wirken alle Menschen nicht so kompetent. Vor allem alle Menschen, die freiwillig Illusionsmagie studiert haben. Richtig. Was kommt dazu? Serpentilio steht an der Reling und gräbt da so ein wenig die Finger rein und schaut ins Wasser hinab und ab und zu schmeißt er kleine Dinge, die er in den Taschen hatte, hinein. Einzelne Kupferstücke und einen Kronkorken, also nicht einen Kronkorken, sondern Flaschenkorken etc. etc. Und murmelt hin und wieder Kommentare vor sich hin, blickt sich dann um und merkt, dass weder Zulamin noch Rafim noch sonst irgendwer noch hier ist und schüttelt dann missbilligend mit dem Kopf. Du kannst aber sehen, dass Elfanora gerade auf dich zukommt. Mit der wollte er jetzt nicht sprechen. Wolltest du eigentlich auch mit nach unten kommen? Nun, wir haben entschieden, dass es für die Unauffälligkeit der Sache besser ist, wenn wir eine kleine Mannschaft hinabschicken. Ja schon, aber die Zeit ist ja vergangen, die sie unten hatten. Ist es tatsächlich schon so weit? Ja, laut meiner Uhr schon. Jetzt sollten wir nachfolgen. Also Rafim hat sich zumindest auch schon vor einiger Zeit auf den Weg gemacht. Er müsste dann bald eintreffen. Und wenn Rafim dann nicht alleine auf Wautour campen soll, dann müssen wir uns anschließen. Vor allem, die warten ja auch darauf, dass wir uns dann unten mit ihnen verbinden. Und dann gibt es wohl nichts mehr, worauf wir warten könnten. Ich unterlag der Annahme, wäre es ja etwa ein Signal vereinbart, mit dem sie uns die Sicherheit der Reise vermitteln würden. Das hätten wir vielleicht beim nächsten Mal noch machen sollen. Ja, das wäre sicherlich sinnvoll gewesen, aber so wie ich das verstanden habe, hatten wir eine Abschätzung getroffen, wie lange wir von Miyamat hierhin brauchten, wie lange Boltax und Abel mir dort unten dann mit ihrer Traumzauberei brauchen. Und dann wurde das so berechnet, dass Rafim losschwimmt und dann müssen wir halt auch da sein. Sonst hat Rafim ein großes Problem. Dann hoffen wir wohl aufs Beste und machen uns ohne Umstände auf den Weg. Und wenn die anderen beiden oder die anderen drei nicht erfolgreich waren, haben wir auch ein Problem. In der Tat, darum bin ich besorgt. Also gut. Holt ihr die Tränke? Bereits vorhanden, sagt Serpentilio und hält eine Flasche hoch. Also gut, welchen soll ich zuerst trinken? Zuerst diesen hier, dann den anderen. Nicht atmen beim Schlucken. Okay. Ja, sie trinkt den ersten und den zweiten und springt ins Wasser. Ich tue sie mit Gottvertrauen. Mit überhaupt keinem Vertrauen, weil immerhin wird der Aufplatsch durch das nicht in Frage kommende Temperaturdifferenz etwas gemildert. Ja, du siehst, wie Elfanora wohl tatsächlich ihren Dreizack dabei hat, der ihr ja auch als Effortgeweihte gebührt. Und mit großen, starken, kräftigen Zügen wird sie in den Rund tauchen. Ich denke, Serpentilio hat seinen Stab an Bord gelassen und wird den nur bei Notwendigkeit irgendwie runter apportieren. Denn ist eine Möglichkeit. Geht der Apport unter Wasser? Ja, sicherlich. Ja, klar. Natürlich. Das dauert halt auch vermutlich ein bisschen länger, weil Wasserwiderstand. Ja. Ich denke auch, er hat sonst nicht. Er hat sich eine
Tasche umgebunden, also wirklich mit Knoten und allem am Körper festgemacht, in der Ersatzchargen der Tränke drin sind. Ansonsten wird er in sehr leichter Unterkleidung hier unterwegs sein und sich den ganzen Schritt des Weges unwohl darüber fühlen. Ja, du weißt auch, wenn der Druck den Flaschen zu Leibe rückt, du bist zwar gegen den Druck unempfindlich, aber wenn die Flaschen dann platzen, hast du ein riesiges Problem. Ich würde annehmen, dass er praktischerweise die empfindlichen Metallflaschen eingepackt haben. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Die sind ja nun schon eine Weile unterwegs. Aber du weißt, dass es 6000 Meter sind. Und auch da, gut, solange die voll sind, ist es kein Problem. Aber du weißt, wenn du geschluckt hast und die leer sind, entweder strömt Wasser schnell nach oder aber du siehst, wie du kannst dabei zusehen, wie diese Metallröhrchen in deiner Hand dann zerbrechen. Ja, ich plane einfach mal nicht dafür, überhaupt was trinken zu müssen. Ja, hoffentlich bist du schnell wieder unten. Im Gegensatz zu den anderen hast du keine Highreiter, die dich nach unten ziehen, auch wenn ihr Geschirr schon gebaut worden ist und auch für Zulamin. Aber die Highreiter von denen sind keine Spur. Die sind wohl schon irgendwie unten, sodass ein langer, langer Weg vor dir liegt. Sobald wir im Wasser angekommen sind, würde ich mir allerdings den Moment nehmen, oder würde Serpentilio sich den Moment nehmen, und ich muss mein Aspe anpassen, ups, und sich selbst verhexen. Oh, ja. Mit einem Salander Mutander. Oha. Denn, lass mich ganz kurz nachschauen, er ist näher schwer, hast drauf. Relativ einfach, mir selbst einfach nur Schwimmhäute anzaubern. Schwimmhäute, damit du schneller schwimmst, ja. Genau, und eleganter. Das ist die Variante Bärenfell und Froschschenkel, mit der man ihn auf bestimmte Organe beschränken kann und ich mich nicht selbst nur die Hände, Moräne nur die Füße. Oder so. Mhm. Genau, nee, nur die Füße. So, wir schmeißen den mal eben. Wir lassen uns keine Zeit, denn wir wollen weiter. Ich finde meinen Zauber nicht. Ach ja. Das ist gelungen. Boah, die Erschwernis ist eingetragen, plus 7, das reicht. Ich brauche keine Zelle für Sternen. Ich meine, ich brauche Zelle für Sternen, weil der hält jetzt nur eine Stunde, aber das sollte reichen, um uns runter und überall hinzubringen. Mit den Flossen kommst du in einer Stunde runter, aber dann sind sie auch weg, genau. Das ist okay. Dann oder kommst du nicht mehr hoch. Komm. Schippen wir die ganze Probe. Die 17, weil du eine 5, du hast eine 11er K.O. Die 17 ist das, schippen wir die 17. Jetzt die 16 ist ja okay. 20. Okay, dann haben wir jetzt 6 Stunden Wirkungsdauer. Ja, na siehst du doch. Damit kann man noch viel mehr anfangen, damit bist du dann auch unten in Jahr zu Gott einsatzbereit. Ja, weil ansonsten fragt zwischendrin wieder einer, warte, wirkt das jetzt noch? Und hast du nicht gesehen, da ist ein riesiges Drama. Okay, du kannst mit deinen Flossen, Kiem hast du nicht, aber du hast den Trank, nach unten schwimmen und verschwindest in der Dunkelheit. Was gut im Mond, denn wenn da unten irgendwo eine Luftblase ist, ist man mit Kiem erledigt. Dann gib auch du mir mal nach einer Stunde des Schwimmens eine Mutprobe plus 3. Die habe ich tatsächlich vorhin schon abgelegt, ganz am Anfang, weil jemand hat gesagt Würfel und ich bin gesprungen. Du gibst mir jetzt trotzdem eine Mutprobe. Oh, ich werde nicht nach oben scrollen. Das ist locker gelungen. 4, Wahrheit kommt wieder. Passt. Das ist gut für Dahut, denn er hatte sie nicht geschafft. Doch, ich hatte sie geschafft. Ach echt? Ich habe 17 Mut. Plus 3 erschweren, das passt. Richtig. Alles klar. Ja, dann kannst auch du nach einer Stunde das Licht, das silbrige Licht von Fuchs Jugurt erkennen, den Fexenstern oder dem Schlussstein, dem Götterkrater, was dich dann einhüllt. Du siehst eine ganze Menge an Highreitern, die jetzt vielleicht von euch kommen, die sich in einiger Entfernung zur Stadt aufhalten und dich erstmal ignorieren. Und die ein oder anderen Wach-Krakonier, die an den Oberflächen der Häuser schwimmen. Mittlerweile kannst du wohl erkennen, wie eine ganze Menge Krakonier, die den Krater verlassen. Also du zählst kurz nach, vielleicht sind es 50 Krakonier, die jetzt alle nach und nach diesen Götterkrater verlassen und dann zu ihren Behausungen schwimmen, um dort schlafen zu gehen oder so etwas vermutest du. Weiter außen werden dann auch die Felder verlassen. Die Bauern selbst haben ihre Häuser in anderen Nischen und nicht ganz so prächtig wie diese Schädel- und Gebeintürme der Priesterkaste, aber all diejenigen, die im Götterkrater gedient haben, werden ihn nun verlassen und ja, zu ihren Häusern am Rande der Stadt schwimmen, selbst nicht unten bleiben. Sie werden nicht in den Tempeln schlafen, das wäre Blasphemie. Ja, also so etwas wie ein Nachtzyklus oder ein Tageszyklus, der sich jetzt dem Ende neigt.
Und ja, während du versuchst, dieses silbrige Licht zu ignorieren, weiter nach unten schwimmst, kannst du erkennen, wie sich ja von der anderen Seite, dort wo Miamat liegt, irgendwo zu deiner Linken, beziehungsweise im Westen, ein großer Schatten auf die Stadt zubewegt. Wir wissen natürlich, was wir da herbeigerufen haben, aber beängstigend ist es vermutlich trotzdem. Der Ventil blickt sich das einmal an und bevor sich die Form dann vollständig aus der Dunkelheit geschält hat, konzentriert er sich eher wieder auf unten, beziehungsweise auf Ephanora, die ja den Weg zum Treffpunkt sehr viel besser kennen sollte. Und versucht nicht zu hart drüber nachzudenken. Okay. Derweil Boltax und Abelmir. Ja. Der dürfte noch seine gute Zeit schlafen. Also je nachdem, wie viel MR er hat, könnten das bis zu 40 Stunden sein, die er jetzt noch löst. 40 Stunden? Ja. Bis zu. Mhm, also okay. Die MR davon abziehen und dann hast du die Stunden. Richtig. Alles klar. Ist ja auch egal. Oder jemand weckt ihn halt, rüttelt ihn kurz an. Mhm. Erstmal seid ihr alleine. Aber genau, du bist der Meinung, es sind vielleicht 5 Minuten vergangen. Boltax, wir wollten uns da treffen an den Feldern der Balana, nicht wahr? Und wo? Ja, das ist richtig. Wir sollten dorthin. Er wird noch eine ganze Weile schlafen. Ich habe ihm das von dem Krieger erzählt, der kommt auf dem großen Rochen. Und er muss sich seiner Sache anschließen. Ich denke, das hat er verstanden. Dann gab es eine Vision vom Krieg der Wogen. Aber das hatte ich ja schon erzählt. Das hat ewig gedauert. Sind Zeit vergehen. Sind dir mehr graue Haare gewachsen oder täuscht das nur in diesem Licht? Das täuscht in diesem Licht, selbstverständlich. Ich bin doch kaum 80. Graue Haare. Gut. Du bist doch ein Jungzwerg sozusagen. Ja, das ist richtig. Naja, gut. Was meinst du, sollen wir ihn wecken und dann schnell wegschwimmen oder sollen wir ihn hier liegen lassen und dass er von einem Tempeldiener gefunden wird? Nun, ich denke, hier wird so viel Verkehr sein. Irgendjemand wird ihn schon finden. Na gut. Das lässt die Geschichte übermannt werden von einer göttlichen Vision wenigstens glaubhaft erscheinen. Nun, jetzt müssen wo sind diese verdammten Felder? Dort entlang könnte es sein? Boltax, kannst du dich hier orientieren? Wo ist hier Norden? Wo ist Firun? Moment. Ja, ich würde mal mein Dolch hervorziehen. Mein Ritualdolch, den ich mitgenommen habe. Ich habe insgesamt 2 Dolche mitgenommen. Einer davon ist mein geodischer Dolch, der ja mit der Richtung belegt ist. Ich lasse einen ASP reinfließen und er müsste mit der Spitze sich jetzt drehen und auf die Richtung zeigen, wo er geweiht worden ist. Ja. Was von hier aus im Norden liegt. Also ja. das gibt mir insgesamt plus 10 auf eine Orientierungsprobe, wenn du dennoch eine möchtest. Im Prinzip brauche ich keine. Ihr steht, wie gesagt, jetzt unten am Götterkrater, irgendwo hier unten. Und ja klar, erstmal, wenn ihr nach oben zu den Feldern von Balana möchtet, dann müsst ihr sowieso aus dem Götterkrater raus, also erstmal nach oben schwimmen. Wenn ihr nach oben blickt, könnt ihr dort auch eine schwarze Silhouette erkennen, die sich im silberen Licht so ein bisschen spiegelt und gerade von, du bist hier wie gesagt mit der Richtung nicht ganz sicher, aber die wohl von der anderen Seite des Götterkraters einmal hindurch schwimmt. Der Krater selbst ist riesig, es braucht wohl noch einige Zeit, aber ihr müsstet euch jetzt nach oben, so schnell wie möglich nach oben begeben, damit ihr diesem Kampf noch beiwohnen könnt oder einfach nach oben und an den Tempel der Leichmutter vorbei und dann zu den Feldern kommt. Die hattet ihr von oben ja auch gesehen. Erstmal nach oben. Ihr seid unten. Aber mir, ich würde vorschlagen, wir schwimmen zum Tempel der Leichmutter, holen unseren Freund dort ab und dann stoßen wir gemeinsam zu den anderen. Das klingt nach einer guten Idee. Dann los. Ich hoffe, sie haben ihn noch nicht verfüttert. Nein. Ich glaube, so sind sie nicht. Sie waren seltsam und dieser Leich, der in diese lebenden Menschen gesteckt worden ist. Ich frage mich, wozu es dient. Nun, vielleicht zur Brutpflege. Möglich. Ich habe sowas schon einmal gesehen bei anderen Tieren, bei Spinnen. Ja.
Oder sie Bienen. Sie legen ihre Eier in fremden Wirtskörper ab und werden dann von innen gefressen. Oh. Das wird wohl nicht passieren hier hoffentlich. Nein, ich gehe auch nicht davon aus. Vielleicht ist es auch eher so etwas wie das Gelee Royal der Bienen. Diejenigen, die eine besondere Kaste angehören sollen, die werden besser gefüttert. Oder verbringen eine gewisse Zeit in so einem Menschen drin. Dann wollen wir einmal sehen, was aus ihm geworden ist. Nun, das sollten wir auf jeden Fall. Ich hatte ihn ja gewarnt. Ja, das hattest du. Nun gut, aber er ist nicht ohnmächtig geworden und hat die Contenance gewahrt, wie man bei euch sagt. Ja, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Sie liefen schreiend herum auf den Feldern, aber naja. Schnell nach oben. Er hat noch den anderen Arm. Das stimmt. Wir sollten uns beeilen, bevor der Ignoratia endet. Gebt mir eine weitere Mutprobe plus 3. Unter euch könnt ihr es wieder Schaben hören. Eine gewaltige Kraft, die jetzt diesen Meteor, die Reste des Meteors drückt. Und ihr spürt wohl, wie Tentakel nach euren Beinen greifen. Gebt mir einen weiteren W20, bitte. Ich weiß nicht. Ich habe eine 19 gewürfelt. Ist das diesmal ein Patzer? Weil das ist ja... Nee, würde ich nicht sagen. Okay. Alles klar. Nee, würde ich nicht sagen. Also, er tust ja nichts. Ja, halt. Gut, okay, ist richtig. Boltox bekommt zusätzlich den Nachteil Selbstgespräche. Das ist in Ordnung. Das ist eher ein Nachteil, der für euch unangenehm ist. Ich vermute auch, ja, genau. Habe ich mir fast gedacht. Das ist für Boltox von weiterem Interesse. Ja, gut, aber für deine Ignoranz ist es jetzt ja nicht so unrelevant. Wenn du auf einmal anfängst zu quatschen, ich meine, hören können die Leute dich doch dann, oder nicht? Nein, die ignorieren ihn trotzdem. Also es ist eher dann, wenn er wieder an Deck ist, die Schlafstörung und die Selbstgespräche, die wird er sein Leben lang behalten. Also für Angroschminia wird das höchst unangenehm sein. Die 2 Wochen. 3 Monate, genau. Ja, und während ihr nach oben schwimmt und auch den Schatten von Baotor kennt, der dort im silbrigen Licht scheint, könnt ihr sehen, wie sich schwarze Gebeintürme drehen und knirschen, als würden hier Äonen glotzen. Ein Auge, was euch von unten anstarrt. Ihr könnt es spüren, auch wenn ihr nach oben schwimmt und auch nie nach unten gucken wollt. Aber ihr spürt, wie sich dieses alte, äonenalte Auge auf euch richtet. Auf euch Völker, Zwerge, Menschen. Ihr habt irgendwie das Gefühl, als würdet ihr gerne ein Teil von ihnen sein. Ihr müsstet nie wieder auftauchen. Sollen die dunklen Fluten doch kommen. Ihr bleibt einfach hier unten. Hast du schon mal so ein großes Auge gesehen? Also richtig groß ist das. Uiuiuiuiuiui. Also ich weiß nicht. Ja, das ist schon... Das ist fast augenscheinlich. Das... Was denke ich da wohl? Da könnte ich mir ja einiges vorstellen, woher während das Voltags wohl kommt. Brabbelt und brabbelt. Und mit seinen kleinen Stummelärmchen sich nach oben versucht zu ziehen, könnt ihr sehen, wie aus dem Tempel der Leichmutter jetzt krakonische Wachen in Richtung Westen aufbrechen. Auf Hain und gegen Vautor. Oho, was sind das für Wachen? Uiuiui, als hätten wir Angst vor denen. Vor denen haben wir nichts zu befürchten. Nein, haben wir nicht. Alles gut. Wie ist denn dort lang? Wie bist du? Mit dem besten Gesprächspartner überhaupt, mit mir selbst. Ja. Du hast vorhin auch mit dir selbst gesprochen, dieses, ich muss das unbedingt schaffen. Dass Abel mir sowas macht, ist klar, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Also, komm, Abel mir. Das ist doch jetzt nichts Besonderes. Ja. Ich guck ihn seltsam befremdlich nach. Sein neuestes Marotten. Vielleicht hat ihn der Tiefendruck aufs Gehirn geschlagen. Aber wer weiß. Das kann man hinterher untersuchen. Vielleicht nochmal. Ich komme.